Ist der Trank beim Kochen oder ist er bei den Drogen hier? Was ist denn das für ein Trank? Der braucht halt übel viel von diesem. This potion Wire. Make your body resistance for Westland Hunger. Das da? Den mit dem. Mit dem. Nee, den unten drunter. Aber was ist denn das für Westland Hunger? Was heißt das genau? Diese komplette Resistenz gegen Hunger. Hast du gar keinen Hunger mehr. Schnau. Was gibt's da auch hin? Aber den wird man schon nicht geben. Das muss irgendwas krasses sein, weil schau mal, was es für die Matt sind. Eulensachen. Extra von den Drops. Das muss irgendwas krasses sein. Ich weiß nicht genau, was das heißt, Westentango. Das muss irgendwas Wildes sein. Du misst da Moin an der Stelle. Ich finde das eine Healpad nicht. In welcher Mod war das denn dabei? Kannst du mir. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich habe mal so grob durchgeschaut, aber ich finde das nicht. Ich dachte, das wäre eine Steampunk-Mod, aber ich habe da geschaut, alle Sachen, die es hat, alle Gebäude, die der hat, war irgendwie nicht dabei. Ich hatte auch gedacht, Steampunk, tue ich jetzt doch nicht drauf, da das verhindert einige Spawns. Das würde ich drauf sein, ich fand es eigentlich sehr cool damals. Es ist halt einfach, Luma Moin, na? Es ist halt einfach schwierig zwischen den Drops halt immer zu regen. Einfach ultra nervig, 10 Minuten mit der Olle da rumzuwurschteln. Ja, wir ziehen jetzt gleich erstmal den roten durch. Ich bereite morgen alles vor für die Fresstränke. Fuck, wie viel Fleisch ist denn das Ding? Das ist ja abartig. Achso, ja, der muss ja jetzt ein bisschen was essen. Ne? Also. Roller, roller. Gibt es jetzt kein Fleisch mehr für Schweine. Ja, aber trotzdem. Wenn der auch alles weiß, kackst. Sie könnte doch jetzt aufhören jederzeit und hätte genug verdient fürs Leben. Trotzdem hat sie halt, alles richtig gemacht. Jetzt hat's voll geschnien. Wenn sie jetzt schon so kaputt ist, könnte sie auch jetzt schon aufhören, hätte ausgesagt. Deswegen hat sie doch noch einen Willen weiterzumachen, so oder so. Da gibt es doch eigentlich gar keine Viecher, oder? Oh. Achso, wir machen Airdrop, machen wir. In der Wüste habe ich hingestellt. Im Mod. Das, was wir auch gemacht haben. Bei der anderen Map. Ja, der meiner Ölpumpe. Ja, genau. Schwein. Es gibt keine. Es gibt keine Frösche mehr und noch irgendwas ist einfach weg, wenn du die drauf tust. Aber Frösche sind komplett gone. Sieht's? Und noch irgendwas du mit heute Fisch. Noch mal Öl holen? Ja, ich war halt Öl holen. Aber ganz auch wenn es das nicht beinhaltet, das macht es einfach weg. Das hat mir gestern gesagt, wurde überprüft. Und wenn eine Mod den Spawn endet und das irgendwie dasteht, bin ich da kein Fan von. Obwohl es eigentlich schon eine geile Mod ist. Und Radan meinte auch, wenn die Mod bei sich bei ihm drauf ist, dann ruckelt es. Aber gut, wir hatten es ja früher auch drauf und geruckelt hat es so oder so mit den 3 Millionen Tieren. Also ich wollte irgendwas, was halt heilt erstmal, damit wir es halt zwischen diesen Runden ein bisschen heilen können. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt dieses HP-Dings direkt so hochstellen. Und das mit der Eule dauert halt wirklich ewig lang, 33k Leben heilen. Und dann wollte ich halt. Habe ich denn meine Ding wieder? Weil wir haben halt die.
die Steampunk drauf gehabt, die Deko Home und die Castle Keeps. Mehr haben wir nicht drauf gehabt und da war es halt. Einer von denen muss es gewesen sein. Vielleicht ist es doch Steampunk und die ist nicht aufgelistet. Sehr komisch. Ja. Eigentlich halb so wild, aber trotzdem würde ich halt gern wissen, welche das war. Sehr. Ich schaue jetzt, dass ich die nächsten Tage noch den Server hier dupliziere, dann noch eine andere Map mache und vielleicht nochmal dupliziere, dass ich einen Testserver habe. Dann werde ich die Zeit, werde ich meine Zeit am Testserver verbringen und da testen und dann kann ich schauen und probieren. Ich möchte nicht den, möchte nicht unbedingt den aktuellen Server hier stören und auf Singleplayer habe ich auch keinen Bock. Ich denke, die spendet da schon das eine oder andere Eurönchen. So, sind wir fertig? Womit? Wein ist gleich voll. Sind wir fertig, trägt er uns. Hm? Doch, er ist doch. Ist das meine Meinung? Ja. Wir sind hier schwarz, so hart am Schweinmessen. Tieren besser gehen zu lassen. Also, wenn, mit gut. Dem ja. Humor, den das jetzt hat. Wenn das mal leer ist und okay. Du musst die Doku schon so sehen, dass es darum geht, dass sie was ehrlich sagt. Aber es geht auch um die Doku, auch ein bisschen Promo und auch um Sachen und Dinge zu sagen, damit es gut ankommt. Natürlich glaube ich das vielleicht auch alles, aber es ist doch jedes einzelne Wort ist bestimmt durchdacht und gut ausgewählt, was da gesagt wird. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt einfach PR so ein bisschen. Postmaniac. So, ne? Sowieso Reden von irgendwelchen Stars oder so, Politik und irgendwie so welchen Interviews, das sind wirklich ausgewählte Sachen, werden gesagt und Stichwörter genutzt, damit es gut ankommt. So wie am Schluss bei jeder Rede, God bless America. Und dann jubeln alle. Auch wenn die Rede halt scheiße war, wenn am Schluss das gesagt wird, sind alle einfach begeistert. Natürlich, ich finde es auch gut, wenn es wirklich so ist, auch wenn nur ein Teil da reinfließt oder so. Aber du weißt, was ich meine. Es immer Stichwörter, die manipulativ sind und die gesagt und genutzt werden, um damit es gut klingt. Hallo, Giga. Hallo. Ich darf nicht auf den drauf sitzen. Warum? Ich bin doch schon drauf, das ist meiner. Okay. Den habe ich rausgelassen. Dann nehme ich halt den. Let's go. Go, go. Aber bei mir ist das Imprint-Zeichen nicht drauf sitzen. Den habe ich rausgelassen eigentlich. Hier. Erased by Gexle. Habe ich auch. Muss schauen, ja, ob deine Hand oben drauf ist, dann weißt du, ob er dir gehört. Stimmt, Hand ist da. So, da lang geht's. Okay, und was ist jetzt der Plan mit dem Schwein? Was? Wo wem? Rausholen, wenn wir's brauchen. Den Sattel muss ich da gar nicht geben, oder was? Den brauchen wir nicht. Jetzt machen wir halt den roten drauf, den lilanen haben wir gar keine Chance, aber es ist auch nicht schlimm, dass wir beim Progress nicht weiterkommen. Dann. Brauchen wir erstmal hier so ein bisschen Sattel und kommen wir schon weiter. Ist halt so. Das können wir nicht ändern. Ich hasse diese Bubble. Ich warte einfach, bis Tiere die kaputt machen. Solange chill ich meine Base. Ja, ich weiß schon, glaube ich dir auch, aber trotzdem sind es Sachen, die gesagt werden. Was gesagt werden muss. Menschen kennen es hin oder her. Ja, sie hat schon mit Millionen von Leuten zu tun gehabt. Das siehst du ja auch an den ganzen Followers und den ganzen Sachen und von daher. Oh, ich bleib hier drauf stehen, da will ich nichts Schlechtes sagen, aber trotzdem, ob alles jetzt da so stimmt, ist auch eine Art Promo und PR, das Ganze. Da kommt einer, der will sie unbedingt töten lassen. Guck. Mit einem Hubs sind sie im Mund. Kackewerfer, hier, du wolltest doch einen Gags. Mhm. Ah, 166, passt doch. Ey, wieso tötest du den Arsch? Was soll das? Sack. Da kommt noch mal so ein Opfer. Der denkt sich, ja, ich beiß jetzt den Giga in den Arsch. Bam. Jetzt machen wir halt den etwas schwächeren. Ist auch nicht so schwer. Aber schon krass, der Unterschied von Rot auf Lila, oder? Ja, na klar. Na klar. Aber selbst hier strugglen wir in den letzten zwei Wellen. Jetzt nicht, jetzt machen wir die einfach alle weg. Ein Schritt zurück. Es geht dann irgendwann nicht mehr um den Verdienst,
Postmaniac, es geht ja nur noch um den Ruf. Und der ist irgendwann, wenn man genug Geld hat, wichtiger als der Verdienst. Also passt man schon auf, wie man das Ganze so... Image. Image ist, glaube ich, nach der Zeit alles, was man da sagt und tut. Besonders, wenn ein Team da ist, das dann auch das Ganze aufnimmt und dementsprechend schneidet. Also, besonders, wenn man das Team auch selbst hintut und bezahlt. Und das Video überprüft und so. Ich möchte da nichts Böses sagen, aber das denke ich mir, dass es so im Geschäft abläuft. Ich stehe ein bisschen blöd. Von daher ist Geld dann nicht mehr relevant. Zum dem Zeitpunkt, weil Geld macht sich ja woanders. Ja. Und die kriegt dann noch mehr, weil sie dann natürlich auch Promo noch machen. Aber ich muss sagen, ich finde das toll, ich bin begeistert, ich bin ein großes Vorbild und ich hoffe, ich bin irgendwann genauso. Wieso lachst du? Also, ja. Das finde ich nicht schön, dass du über meine Träume lachst. Jetzt lacht er mal. Ich kann dir über eine Freundin eine Klinik empfehlen. Die machen auch Geschlechtsumwandlung. Nee, nee, nee. Also entweder schaffst du dich oder gar nicht. Ich werde mich da nicht ändern. Also ja, gar nicht. Dann gar nicht. Dann gar nicht. Ich weiß. Der ist auch fertig. Du, es sind also viele, die nichts mehr brauchen. So Spalter, es sind viele, die nichts mehr brauchen. Irgendwann geht es halt nur noch um ganz andere Sachen. Ich habe jetzt 100 Stunden alles gegeben, was ich kann. Mehr geht halt nicht. Und man hat da gesehen, dass es halt nicht das ist, was die Welt möchte. Das ist die falsche Nische. Du musst hier, was weiß ich, Spiel RP ausdrücken. Aber selbst dann wird es schwer. Also das ist ja auch das, was viele Streamer sagen. Stream, wenn du Geld verdienen damit willst, kannst du nicht spielen, was dir Spaß macht. Ja, leider ist es. Das Problem ist, Spaß macht, heutzutage musst du schon einen gewissen Grad an Skill haben oder aufweisen, wenn du halt nicht... Ja, natürlich. Aber das ist doch in jedem Beruf so. Du musst den Beruf können, ansonsten kannst du damit nichts verdienen. Genau. Aber gegen diese ganzen Profis in COD oder PUBG und sowas ist es halt sehr, sehr schwer anzukommen, die das schon jahrelang machen. Nee, nicht nur damit. Machst du ja Geld. Zum Beispiel RP, wie er gerade sagte, ist auch übel beliebt und so. Also na klar, auch andere Nischen, die beliebt sind. Da hinten steht doch einer. Wir können hier lang stehen und quatschen, wenn der Depp nicht herkommt. Geh ich halt zum Deppen, wenn der Depp nicht zu mir kommt. Bin ich ja der Depp. Bin ich gut. Und auch wenn du immer sagst, du magst Hype nicht, wenn du Geld verdienen willst mit Twitch, musst du Hype. Aber, Fufi, es ist in meiner Größe, ist der Hype egal, weil andere das schon wieder ein wegnehmen, schon vorher, weißt du? Das bringt nichts, das weil so der nicht Hype korrekt. Ist beim... Du musst aber, um überhaupt... Wenn du so mit der Ansicht rangehst, du musst, um erstmal eine gewisse Größe zu erreichen... Da steht noch einer, rechts von euch. ...die Spiele spielen, die gerade im Hype sind. Ich glaube rechts von Gang, von links von... ja, aber nehmen wir mal an, COD ist im Hype. Es gibt 1 Million COD-Streamer. Ja. Da fällt mir nicht auf. Und davon gibt es... Die drei groß sind, die haben, also wenn COD jetzt 1 Million Zuschauer hat und die ersten drei haben 950.000. Was ich damit sagen wollte ist, spielst du Spiele, die nicht im Hype sind, hast du gar keine Chance. Ja, natürlich, gewisses Ding. Die Chance, überhaupt entdeckt zu werden, besteht trotzdem nur, wenn du die Spiele spielst, die gerade gesehen werden wollen. Sonst ist die Chance, als hättest du nie Lottoschein ausgefüllt. Mhm. Ja, unter Wasser ist einer. Viel Spaß, Gags. Mach mal den Spieler weg. Nee, dann warten wir halt. Irgendwann geht das auch weg. Na gut, Chat. Holt mal Kaffee und Kuchen. Wir haben Zeit. Aber das passiert nur bei dem. Bei dem Roten ist das nicht. Wir können die jetzt hochhalten, oder? Oder müssen wir nicht hochhalten? Meiner ist, glaub, full. Ja. 31.000. Aber wo war... Da unten steht. Aber wo war das denn, Mister? Wir hatten diesen Monster. Geh weiter.
Ich sag doch, es geht weiter. Hey? Okay. Na klar, geht immer der irgendwie. Der chillt noch seine Base, guck mal, der guckt nur doof. Hm? Was machen die da oben? Ich denke, wir reden über den gleichen mit British Master. Ja, denn es ist ja nicht verboten, du kannst es ja schreiben. Es ist halt nur nicht. Ich darf ihn halt nur nicht. Auf der kannst du alles schreiben. Ja, na klar. Ich kann nicht mal drüber reden, weil der ist auf Twitch gebannt. Das ist egal, ich kann drüber reden, ich muss und darf nur nicht zum Hauptthema vom Stream machen. Also, das ist alles ihr Glaube. Wenn ich jetzt die nächsten zwei Stunden drüber rede und seinen Namen 300 Millionen Mal sage, ist es schwierig, aber wenn ich jetzt ab und zu drüber quatsche, ist es scheißegal. Das ist halt. Ja. Also es muss. Wir haben nicht extra Mod. Ich dachte mir, dass es vielleicht S Plus ist. Ne, Mistai? Aber Dings, da sagt es nicht S Plus. Ja, wir hatten damals S ja, S Plus hat da jetzt drauf. Drauf. Und nein, SS ist nicht. SS ist. Nein. Ich hab's auf dem anderen Server, da ist SS drauf und da gibt es kein Halbrecht. What? Was ist jetzt passiert? Hallo? Ich will mitspielen. Was gelöscht ist. Und SS? Hat er auch gesagt, ist auch nicht. Ne, SS ja. Habe ich auf dem anderen Server, da ist nichts von dem gleichen drauf. Außer der hat es deaktiviert, das kann natürlich auch, aber den kann ich später mal fragen, ja, ob es deaktiviert hat. Jetzt ist halt die Unterhaltung, die geboten wird. Ich weißt du, wann ich ihn kennengelernt habe? Als er weg ist von hier. Weil er gebannt wurde. Echt? Dann habe ich ihn kennengelernt, ja. Ohne Scheiß, vorher nicht. Ja, nö. Vielleicht mal gehört oder so, aber eigentlich nichts damit zu tun gehabt, nein. Wow. Ich hab seit 2013 schaue ich halt englische Streamer und alles und habe viel geschaut, alles Mögliche. Aber der, vielleicht habe ich mal vorbeigeschaut, der hat mich halt nie gecatcht, irgendwas sowas. Außer Caitlin, den schaue ich 24/7, Kappa. Moin. Oh Gott, ich muss auch gleich mal schreien. What the fuck, warum habe ich echt Dings an? Na dann moin. Guck mal, wir stehen hier und da hinten. Macht jemand den Kanu dahin? Zwei Kanus. Junge, wir sind alle so faule Säcke. Ja, ich muss mich hier heilen lassen. Ich habe nur noch 30k. Ich habe weniger wie 30k. Halt, da ist ein Schwein. Ich bin doch hier. Hier stimmt's nicht. Guck mal, da ist ein Schwein namens Fofi. Ich bin gleich voll, dann kann ich den kaputt machen. Ach, von mir ist es egal, ich mach den jetzt einfach kaputt. Ja. Stirbt halt so ein doofer Giga, ist mir auch egal. Nein, die haben jetzt schon einen verloren. Ja und? Dann verlieren wir halt zwei, das ist doch auch nicht so dran. Also muss Gex ja was zu tun haben. Ja und? Der breedet und lässt sie eh sterben, ob die jetzt hier sterben oder bei dir. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Hat sich noch nicht gemeldet, Caitlin. Leite bitte das nächste Mal weiter, okay? Kuss. Enraged Strike ist da drin. Das Handcreme-Sponsor. Das passt jetzt aber nicht so ganz zu unserem Thema. Das wird schwierig. Ja, aber zu mir, weil ich ja 24/7 fast nur die Hände zeige. Das wäre das Beste, was es gibt. Keyboard-Sponsor, Maus-Sponsor und Handcreme-Sponsor, was auch immer. Ohne wollte ich noch ASMR machen. Nein, das fällt dir kurz. Jetzt brauche ich dann ein Schwein, habe ich das Gefühl. Das ist so noch einfacher, aber Lidl ist ja krass. Ja, das Ende ist bald. Ist bald, noch ein paar Minuten, dann kann ich mir jetzt die Kugel geben und sage, ich hab's versucht. Das ist halt dann das Finale. Von der Macht. Ja, Custom weiß ich nicht. Ich habe jetzt nach vieler Zeit, nach vielen langen Jahren, auch noch eine Maus gefunden, die okay ist, nachdem die eine letztens kaputt war und habe dann eine Woche lang jeden Tag 2-3 Stunden Videos geschaut und mich informiert wegen Mäus mit allem. Da musst du mir schon viel bieten, dass ich das nicht mehr kappe. 2 Stunden 16. Alles für mich, ich habe das alles alleine gemacht. Ihr Schweine! Kann man das ein Schwein tun? Hat das Platz?
Ah ja, das Fleischfeld ist leer. Du musst ein Schwein sein auf dieser. Ich tue nur dieses. Achso, ich habe kein Gewichtsding. Das können wir, oh! Ich habe ein Blueprint für einen Helm. Guck mal. Der ist okay. Ja scheiße. Wie der Scheiße. 497er. 497er Schuhe. Ja? Ja. Eine Pumpe? Ah, die behalte ich. Ah, hier, guck mal, der ist gut. Wie, du hast 400 Armor Helm, wo denn? Nicht 400, 400er Brust. Ich hab zu Hause einen Blueprint für den Helm mit 400 Armor. Echt? Wieso sagst du das nicht, dass ich mir den erstelle? Den brauchen wir. Für was? Das können wir auch noch haben. Wie, wofür war's? Für den Boss? So. Für den Boss brauchen wir eine gute Rüstung. Alter, jetzt nehmt doch mal den Scheiß aus dem Schwein aus. Ja, ich weiß nicht, Gax wollte es alles im Schwein haben. Ja, ich schieb das Schwein jetzt gleich auf und dann ist es. Naja, damit wir halt sehen, was wir alles haben, oder nicht? In deinem Blueprint-Schrank. Na gut, ich wollte euch nur zeigen, was ich alles gelootet habe. Wer war jetzt meiner? Das war der Rosane, oder? Nee, das war der nicht. Der Rosane war meiner. Einfach aufsteigen und schauen, wegen dem Ding, das ist auch nicht meiner. Das ist meiner. Aber der war ja easy, der Drop, da können wir direkt nochmal einen machen. Okay. Da müssen wir nur rumstehen und warten, bis die Tiere kommen. Ja. Den fand ich jetzt entspannt. Da war ja auch gemütlich hier. Hm. Ich habe zwar kein Gewicht mehr, aber ist egal. Kann schauen, in meinem sind noch 7 Stück drin. Du schmeißt mich immer raus aus dem. Ich habe auch noch einen. Alles gut. Dann mach nochmal so einen. Ja, ich komm, ich tu die Sachen zu Hause auslagern. Ein Minuten. Wie hart ist das? Das ist gelötet, albanisch, Hand davon richtig. Ja, der Scheiße, das tut er. 4 Dollar kosten. Okay. Ein sexy Hype Train. Bei 100. Weiß ich nicht, Katie. Ich habe jetzt sehr, sehr viel mitgemacht in den letzten 100 Tagen. Gutes, auch schlechtes. Viele, viele Spiele. Alles so viel gesehen. Also. Auch in den letzten 7 Jahren hier. Mal gucken. Das Schöne ist, ich habe jetzt so einen schönen Trank hier. Achtung, Mantis kommt. Ich weiß nicht, was die Bock hat. Ich esse die mal lieber. Hey Bro, was ist mit dir? Alter, ich bin tot. Der Trankjäger was killt. Was? Was alles getötet? 4 Gigas, was hat er denn gemacht? Hä? Alles tot, was passiert? Ich bin auch tot. Warum? Alle Gigas gestorben, was habt ihr gemacht da? Habt ihr euch treffen ich lassen? Ich wette, da ist ein neuer Drop vom Himmel gekommen. Und ist direkt dort gelandet und hat uns alle erschlagen. Da, wo die Mantis war. Jetzt sind alle Gigas gestorben. Es ist alles tot, auch mein Rückentier. Es ist alles instant gestorben. Nicht dein Ernst, aber da war doch nichts zum Sehen. Auch nicht Postmaniac. Der Drop ist runtergekommen. Wir wurden von dem Drop erschlagen. Auch nicht Postmaniac, da nehme ich euch sogar mit. Mit Sound, mit allem. Außer ich muss halt schnell das machen, damit ich halt weg muss. Aber dadurch meine Füße ziemlich schwerfällig sind, ist es so, dass ich... Das Schwein ist auch tot. Dass ich kurz ins Bad gehe, 1-2 Minuten, mich vielleicht so ein bisschen rasiere, halb rasiere, dann komme ich zurück, warte 10 Minuten, gehe wieder ins Bad, mache 2-3 Minuten, komme wieder zurück. Es dauert so 1 bis 1,5 Stunden und dann gehe ich auch und so quatsche ich halt im Bad mit euch mit Mikrofon. Sehen ja, tust du es nicht, aber hören. Den Drop machen. Alle Gigas weg? Alles weg? Ja, der Drop ist runtergekommen, hat alles gekillt dort. Habt ihr nicht gesehen, wo er runterkommt? Das Schwein ist tot, die Gigas sind tot. Man hat nichts gehört, gar nichts. Okay. Null. Mein kleines Tier ist auch tot. Ja, meins ist auch instant erschlagen. Och, Menno. Ich bin in die Base geportet, um zurück zu sortieren. Als einziges zu sortieren. Ja, super. Lässt uns einfach im Stich. Genau, beim Sterben lasse ich euch im Stich. Da fühle ich mich jetzt schlecht. Ich bin jetzt erstmal AFK und suche so lange ein neues 150er Shinocrops bis... Nee, tu das nicht, Mann! Doch. Aha. Das Tier wird jetzt erst ersetzt. Er wird gar nichts anderes gemacht. Bist du echt so?
Ja. Oh, warum? Ja, weil ich jetzt erst das Tier neu haben will. Ich habe noch einen Nachschub, aber ist halt ein Kack-Level. Aber das kam halt auch vom Gaxis-Level. Das war ein 150er Max-Zähm. Meins war ein 100er, aber. Dann breed ich mit Gax, dann kommt nur ein 77er raus. Der hat nur Müll. Da passiert nichts, Postmaniac. Ich quatsch einfach mit euch. Ich lese den Chat, ich habe Ton, ich habe ein wireless Mikrofon da und quatsch einfach mit euch. Also, da hörst du nur das Rasieren, du hörst ein bisschen die Dusche und du hörst mich quatschen. Also, nichts Außergewöhnliches. Ich habe euch halt immer dabei, auch in der Küche öfter, ich koche länger, bin ich auch dabei, seid ihr auch dabei. Aber alles, was ich halt mache, muss ich halt sehr, sehr langsam machen. Ich muss halt 90 Sekunden habe ich Zeit, was zu machen, dann muss ich mich hinsetzen, 10 Minuten. Das kann halt ewig dauern, sowas. Echt jetzt? Ja, das ist klar. Shit. Natürlich, manchmal habe ich auch 2 Minuten Zeit. Natürlich. Ja, wie willst du dann überhaupt deinen ganzen Arztbesuch hören so machen? Das ist ja auch kompletter Horror für dich. In welches Ding kommt die Kikas? Gags? In die Mitte. Du suchst jetzt nicht so ein Viech, das ist nicht dein Ernst. Ja, natürlich. Ich hab jetzt keins mehr. Ich brauche jetzt ein neues ab. 500, krass. Gags, hast du dem noch so ein Sino-Dingsbums? Nee, das muss 150 sein. Er will ja das nicht, er will das 150er hier haben. Alles klar, Caitlin. Danke dir und alles Gute. Man sieht sich und liest sich. Du hast sogar deine Rüstung angemalt. Du warst so stolz, dass ich da einen 150er gefunden habe. Ja, das viel Spaß mit Erik. Ich hätte einen 150er, würde ich nie bei mir mitgenommen, weil ich das immer sterben kann, leider. Musst du halt schauen, dass du es halt nicht mitnimmst. Aber wozu hat man es dann, oder? Ich muss jetzt eh nochmal in die Wüste. Auch? Weil ich den Helm noch brauche, den es auf hat. Alles klar, Radon. Ich hätte das immer, ich nehme das auch mit, aber dass es einfach tot ist, macht mich traurig. Ja, das ist halt mit dem Drop jetzt echt dumm gewesen. Weil der hat alles instant geone-shottet. Da müssen wir dann weg, ne? Aber wieso hat er alles geone-shottet? Wir sind doch manchmal einfach einen Meter daneben gestanden, Wir standen doch weit auseinander. Keine Ahnung, was das war. Oder wird das Gebiet gecleared vorher? Warum? Ich hab mir ein Dings gezähmt, Basilosaurus, den packst du in die Soul Station und der produziert Öl. Das habe ich mit den Schnecken. Oder mit dem Beetle. Mit dem Scheißkäfer, wie heißt der? Scheißkäfer, ja. Ich habe jetzt 3.500 Öl einfach hier drin. Ja, der Loot ist runtergekommen. Hat der uns geschlagen? Das mache ich nicht, Pausmaniac. Solche Schweinereien mache ich nicht. Ich glaube, wir müssen Sinus paaren. Ich brauche Nachschub. Ich habe nur so einen Crab-Sino da. Ich laufe mit einem... Was laufe ich rum? Was ist meiner Gebiet? Ne, meiner ist auch gar nicht mehr da. Wo ist denn der hin? Vielleicht saß der auch. Ja, ich glaube, ich habe FF in so einen Scheiß gedrückt beim Aufsammeln. Warte mal, meiner ist. Ja, warte mal, dann könnte meiner noch leben. Bist du da am Drop? Es sind drei Sinus gestorben. Es sind drei Sinus gestorben. Drei? Ja, schau doch im Log noch. 191, 198, 278. Dann sind unsere drei gestorben. Geil, jetzt habe ich noch einen 77er. Das ist kompletter Müll-Sino. Hier steht, hier 13 Gigas sind gestorben. Okay, das ist ja heftig da. Ich muss mir das mal kurz anschauen, ne, was da passiert ist. Kann es sein, dass die Gegend vorher geclearet wird vor einem kompletten neuen Spawn? Wie ist das? Ich bin noch nie gestanden da so lang. Da fragt mich doch nicht so welche Sachen. Ich habe nur den Mantis gesehen, die komisch und bin hin. Oh. Mhm. Ich stelle das mal um. Was haben wir jetzt daraus gelernt? Ich hab die Einstellung auf Standard gelassen. Ich stelle das mal um. Und zwar. Ja, der Umkreis ist ja riesig, in dem hier alles stirbt. Ja. Also, guck mal, wie weit wir weg waren von dem Drop. Es ist ja so eingestellt, dass innerhalb von 30 Minuten, Respawn-Time ist 30 Minuten, dann kommt er erst wieder. Ja, aber es waren doch keine 30 Minuten vorher. Never. Weißt du nicht, ab was für einem Zeitraum. Also hier steht, Respawn-Time 30 Minuten. Despawn-Time jetzt geht doch noch 0. Der Drop los. Schratze aus.
Spawn schon 100%. Ich raste aus. Oh Mann. Mein Sino. Ich brauch Chitin, du Scheißspiel. Gib mir Chitin. Bist du noch da, Fifi? Ich weiß aber nicht, was für ein Umkreis ist. Wenn ich jetzt das Ding hier. Guck mal, ich das Ding jetzt so anmache. War sie aus dem Radius raus schon, oder? Wer? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht mal gesehen. Nee, Fuffi ist ja noch da. Ich hab grad das Ding angemacht. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Ich bin zu Fuffi hin und auf einmal waren wir alle so tot. So, Gexli, Einschaltungszeichen. Oha. Einschaltungszeichen. Danke dir, Herr Luma. Für 2 Monate viele Streamer sagen, der 2. ist der wichtigste. Ich bin mir da nie so sicher. Ich glaube, höher ist noch wichtiger. Vielen, vielen Dank für den Support, für die Unterstützung. Lass dich drücken. Dankeschön. Danke dir. Der Giga war nicht mehr in diesem Bereich. Genau, aber das ist nicht der Bereich. Das ist nur der Bereich, wo das Ding runterkommen kann. Aber das Ding selber hat ja eine hat uns Range. Komplett zerstört auf die das Deutsch. Ding zeigt nur an, wo das runterfallen kann. Aber das Ding selbst hat ja keine. Ich weiß nicht, wie das für eine Range hat. Aber es ist auch oft neben uns runtergekommen, ne? Ich weiß ja nicht, wie das geklärt wird, wenn das Ding runterkommt. Du bist doch ein Vibe, du musst schwanger werden. Du bleibst mal schön hier. Du bist männlicher Tech-Rex, du kommst mit. Dankeschön, Luma, nochmal, ne? So, jetzt müssen wir nur ein bisschen. Okay, wir haben alle Gigas verloren. Okay. Sedge. Was warst denn du, Affe, hier? Achso, du bist ja mit dem neuen Damage, okay. Easy. Ich wollte hier was da einstellen. Du hast nicht rausgefunden, was, oder? Hier, Mister, leider. Aber danke fürs Probieren, zumindest mit dem Steam-Gedönse da. Hätte ich gar keine Lust. Soll ich ihn deaktivieren, den Spawner? Oder soll ich ihn lassen? Also den Ding? Lass. Kannst du ja jetzt lassen, jetzt ändert ja eh nichts mehr. 16 Affen habe ich schon beieinander. Loot Count 1. Tech-Rex, bam, bam. Oh nö, da sind schon wieder Babys. Oh nö. Okay, kann man den. Achso, die Sättel sind eh scheiße, okay. Mehr Affen, mehr als 17 Affen, Tech-Rex, du bist auch ready. Wow, ich laufe dahin, so, es kommt sofort ein corrupted Ding hier. No Armor, okay, ich habe kein Armor mehr. Ich habe keine Elemente, weil ich alles in die Station reingetan. Na gut. Dieser Fan, stirb du auch mal. Ich habe doch auch kein Sino mehr. Also, ja, warum ist denn deiner gestorben? Weil ich weil bei du dem hingeworfen hat. Drop F gedrückt habe, um zu looten, und dann habe ich anscheinend zu schnell gedrückt und dann wird er abgeworfen. Oh, sad. Das ist gut hier. Das hätte ich dir auch erklären können hier, Luma. Kein Problem. Hey, ich kann Tech-Rex handeln. Aber hey, ich kann. Ich könnte Rexe breeden. Kannst du das bloß wieder sterben? Ja, ihr seid schlechte Väter. Ey, das hast du jetzt nicht gesagt. Frech, oder? Was für ein Arsch hier. Gleich mal kicken, Drecksack. Bei mir ist doch kein Tier gestorben beim Aufwachsen. Nehmt euch mal ein Beispiel. Na warte, geh mal offline. Ja, dann stell ich da ein Heilschwein. Mein Fressnapf ist leer. What dann stell ich dort ein Heilschwein hin. Scheiß! Wollt ihr schon bei mir machen. Ich pack da jetzt einfach. Ja, so viel Fleisch kann ich nicht reinpacken wie das Heilschwein. Nee, vergiss es. Du kannst gegen das Heilschwein nichts machen. Nein. Alter, und wenn ich 10 Stück zählen muss und die Leute. Ich wollte sagen, er sitzt bis morgen früh, aber wir sind ja schon im Morgen früh. Mann. Oh. So. Sitzt halt bis morgen früh. Also doch morgen, meinst du richtig morgen? Mhm. Also Affen hätte ich jetzt glaube ich über bald an die 20. Grille Standard. Nochmal. Wie viele Affen hast du jetzt insgesamt?
Ja, ich glaube genug. Hast du 20? 1, 2, 3 und in der Station. Warte mal. Ich muss jetzt alle neu breeden, weil ich habe einen besseren. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18 Affen. Aber ach, die sind alle Mating ready. So ja, alle Mating ready, aber ich habe jetzt einen besseren Damage-Wert bekommen. Der ist zwar immer noch kacke, aber wenn der seinen Mate-Boost hat, dann macht er über 500 Damage. Ich muss mal kurz schauen, was für Gigas übrig geblieben sind. Ich weiß, was du erzählst. Warum? Einfach so. Nein, das ist kein Schmorn. Und ich hätte ein paar Tech-Rexe zu vergeben. Ach, du hättest einfach geschrieben, ich frag für einen Freund. Na, das typische, was immer jeder schreibt. Von daher passt es ja. Moin, Steinzwerg. Na, alles gut? Oh, ein 35er Damage-Wert. Oh, ey, Samen kann man nicht pullen. Was ist denn das für eine Scheiße? Nee, das geht nicht. Das kannst du ich hätte noch einen Giga. Ich habe noch einen Giga. Wir können noch mal hin. Du kannst den Samen verteilen mit der Advanced-Dings da. Ich gehe jetzt zum Gex und gebe dem sein Giga, bevor ich Unsinn damit anstelle. Kannst du mir direkt geben? Ich werde jetzt einfach alle Gigas nochmal breeden, damit wir Nachschub haben. Wenn einer stirbt, müssen 100 gebreedet werden. Wie viel haben wir verloren? 5? Okay. 3. Ne, 5 haben wir verloren. Also 3. Insgesamt sind 5 heute drauf. Was? 5? Ist doch mal Gex Protokoll. Ist einer gestorben beim Pinken Pot? Ich glaube 4, wenn dann. Warte nee, mal, Giga Non-Drop. 4, genau. Also 8000 müssen nachproduziert werden. Okay, meine Mathe. Quick Math hat gerettet mich. Ich muss nur fragen. Ich habe noch Probleme mit dir. Nein, warum? Was hast du getan? Nicht hier in der Basis, Alter. Ich habe ganz viele Tiere da oben. Nein. Bam. Komm mit. Hör auf dich, dass ich dich alle sortiert, nicht dass sie sich bewegen. Hast du angeschossen oder was? Wie schnell hast du den getötet? Ja, weil ich hab gar nichts getan. Aber wieso? Ist halt gefährlich mit den ganzen Tieren hier oben. Der ist tot. Der ist ja tot. Lass uns doch nicht hier angreifen hier. Brauchst du 21 rohes Fleisch? Ja, immer rein in die Innenhänge, immer reinschieben. Also ey, ich hab halt nicht mal Reserve-Genie-Scheiß-Dreck für hier. Nimm doch von mir einen. Ich hab doch noch einen, weil ich gebreedet hab. Ist doch Blödsinn, was. Oh ja, ich hab noch eins. Gut. Da kommt ein 77er raus oder so. Das ist, was ich jetzt auf dem Rücken hab. Kompletter Müll. Das macht doch nichts. Hab noch einen auf Reserve. Was sagst du, Männchen, Weibchen? Lass uns paaren. Ja, ich paar doch auch jetzt dann. Wir sollten auch die Zipfiefer noch paaren, bevor du tot bist. Oder die tot ist. Wie heißen die? Sino. Die heißt nur Sino. Ich hab ein Weibchen und drei Männchen. Wir müssen nur schauen, welches. Lass die einfach schnackseln. Ich muss jetzt schauen, welches sich umwandeln lassen muss. Ich sag drei Männchen und ein Weibchen, das bringt ja nicht so viel. Die brauchen einen guten Stamina-Wert. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Stamina 34, 34, 34, 34, alle 34. Ja, also dann ist fast egal, dann sucht er den nächsten Wert aus, von mir als Weight oder Leben oder was auch immer. Aber Stamina ist am wichtigsten. So stimmt. Erstmal Chitin reintun, damit der Kleine nicht verhungert. Das hab ich auch, ja. 38, 38, 38, ach, es sind alle identisch von den Stats. Ach, dann ist egal, dann lass er einfach knackseln. Gex, du hast ja meinen Klon noch, ne? Von dem 150er, oder? Vielleicht. Ich hatte den geklont damals. Ja, habe ich den hier. Malt 150, ja. Da war ja, habe ich noch. Ja, dann breede doch mit dem. Mach ich. Mach ich gerade. Die anderen haben ja alle die Stats, weil sie immer von dem. Ne? Ach, du hast immer mit dem Klon gebreedet, oder was? Ich habe immer den als Stecher genommen. Also als Freund. Aha. Wenigstens ein Andenken an den 150er da. Warte, ich komme jetzt mit 1000 Element. Wenn ich den muss ja noch ein paar Mal mehr klonen. Wenn ich den S Plus Mutator aufstelle, stürzt das Spiel ab. Haben wir Crashes.
Das, der verträgt sich vielleicht nicht mit dem HG-Mutator. Er meint den Progagator, oder wie heißt? Ich komme jetzt mit 1000 Element, ich muss dir noch ein paar Mal mehr klonen. Ach, Mutator. Profi. Was ist denn der Propagator? Weiß ich doch gar nicht, ich stehe in der Base. Ich muss Rexe brieten jetzt. Die sterben das, nur wieder. Achso, das ist die Klonmaschine, nee. Oder? Ich hab das ganze Fleisch aus den Leichen am Loot gepult. Das waren 15.000 Fleisch, hab ich erstmal mitgenommen. Okay. Ist das? Ich glaube, ist das der hier, wir brauchen jetzt Eiwand. Die sind mir leider vor Hunger. Oh. Katastrophe, hä? Was sagst du, da? Der Dauermate macht Mutationen. Wie? Ich muss kurz muten hier. Ist in so einer Art Dino-Station, ja? Kann ich aber nicht bauen, ich bin nicht 111. Kann ich das in der Dino-Station nicht auch einstellen, theoretisch? Aber dann habe ich ja keine Tiere mehr draußen, oder? Der Dauermeter macht Mutationen. Okay. Die... Das musst du mir mal zeigen irgendwie oder so. Keine Ahnung, kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie... Aber vielleicht gibt es ja da Videos oder so. Krass. Kann ich da so aufziehen raus? So wie das für die Nanny oder was? Nanny und Futtertrog? Jax hat das damals gesehen. Diesen Altpärchen mit Mate Boost nebeneinander gelobt. 250, erinnerst du dich, Jax? Jax ist glaube ich im Chat. Ich war im Chat, ich hab gerade. Ja, mit dem Sino, oder? Oder mit was war das? Nee, wir waren das bei Biber. Wo ich das Biber-Pärchen gefunden habe, Beta 150. Erinnerst du dich? Ja. Der ist auch schlimmer wie du. Gex wollte keinen haben davon. Der hat gesagt, braucht er nicht. Na klar. Ja, also, da bist du ja echt schlimmer wie Gex. Normal nimmt der alles, was 150 ist, nimmt der mit, aber du bist ja genauso wild. Als ob ich einen Biber brauche. Okay, das ist heftig hier. Ja, Alter, wenn mir 150 vor der Nase rumläuft und ich habe eh gerade Langeweile, warum soll ich denn da rumrennen? Ziemlich banal. Packst Kugeln rein von einer Dino-Art und drückst auf Breeden. Und dann stellst du noch ein, wie viele Mutterpulse und ob Males vielmals umgewandelt werden soll. Und dann muss ich, dann poppen die einfach da in der Maschine oder was? Daher kann man rausfloppen lassen oder im Inventar lassen. The fuck? Hä, was ist denn bei dem höher? Okay, ich hab das Ding noch nie. Ich hab das Ding nie gehabt. Das muss ziemlich neu sein. Ich überlege, ob man das nicht alles in der Soul Station auch machen kann. Okay, oh, das ist heftig. Wo ist das Ei? Die haben das Way. Hab das auch erst beim letzten Mal verwendet. Okay, das ist ja wild. Will jetzt noch einer mitpoppen lassen sein, Sino? Ich könnte noch Weibchen nehmen. Ich lass gerade die poppen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt auf dem Rücken habe nach dem komischen Swap. Kannst du jederzeit ändern, einfach in die Soul Station rein und dann wieder ändern. Ich muss erstmal Drachen machen. Lass du deine drei einfach schnackseln, alles ist gut, dann haben wir ja Nachschub. Ja, ich hab Nachschub. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Wenn du Nachschub hast, ich hab so viel Schafe, wohin aber? So, die drei müssen umgebaut werden. Du hast den HG-Mutator gebaut, ne, Keks? Na klar. Wir haben ja jetzt ein eigenes, ist mir zu dumm, immer bis zum Gürtel zu verbunden. Porten, ich weiß, das ist ja so viel Arbeit. Mensch, jetzt geht der Arbeit. Ja, das ist schon schlimm. Das kann man sich nicht vorstellen. Kaum Mutator in meiner Base. Also aufwachsen geht in der Kugel, das weiß ich. Genau. Kann man denn, man kann glaube ich sogar Sachen einstellen, die im Inventar bleiben, wenn man in die Kugel reintut. Ich glaube, man muss jede Sache einzeln angeben.
Ich weiß nicht, ob es eine Option gibt, dass man einfach alles drin lässt. Hast du da irgendwas? Ich hatte mal ein bisschen drüber gelesen, aber ich habe irgendwie nie so Geduld, wenn ich hier streamen bin, Sachen genau und in Ruhe zu lesen. Was bei Soul Station? Mhm. Nee. Wir haben, also auf dem anderen, wo ich bin, da ist fast alles deaktiviert und alles, was ich mal wusste, habe ich komplett vergessen über die Soul Station. Nee, komplett. Okay. Ist raus, was? Aber das Ding ist heftig. Nur, wie werden wir 111? 110 wir müssen Boss bin ich schon. Ja, nee, gut, 110. Hast du dein Chibi schon komplett ausgelevelt? Ja, oder? Nee. Wie weit geht das? 5 Level. Oder nicht? Wir haben es mittlerweile erhöht. Kann nicht sein, das muss weitergehen. Wie? Wo ist dein Chibi? Welches Level? Ich muss nochmal sagen, manchmal hört er nicht zu. Ich weiß. mitten im Gespräch. Excuse me, hallo? Ich denke, ein alter Mann braucht manchmal, aber ich denke immer, ich bin alt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jung. Boah, trinke ich jetzt noch eine Coke? Ja, ich zieh Bursch, Alter, schön eine Fritz Cola rein in den Kopf. Was für Coke? Hier, ich trinke Jackie Cola die ganze Zeit. Du meinst die Bosse oder was hier? Ja, Bosse geben eh. Du bist schwer. Disconnected bist das Spiel heute noch oder eher nicht? Was hast du denn gemacht? Weil ich 24 Stunden DC hatte. Hä? Du bist noch im Server, stand nichts da bei uns. Achso, du kann aber nichts mehr machen. Du bist, Geil, der kann nichts mehr machen, er ist reglos, ich muss zu ihm porten. Geil. Ich kann einfach ausziehen und er kann nichts tun. Ich bin schon nackig, weil meine Klamotten kaputt sind. Meine waren auch alle Schrott. Jetzt hat Ark gemerkt. Jetzt bist du weg. Disconnect hatte. Guck mal, er hat ja lauter Räucherofen aufgestellt. 1, 2, 3 Räucheröfen. Aber hier stehst du doch vor mir und guckst blöd in deine Inventar. Ja. Du bist erst 109, also du hast noch Luft nach oben. Ja. Ah, ich muss still sein, ich bin erst 106. Gax, wie viel bist du? Auch nicht so hoch. Ich bin, glaube ich, der Lowste von uns. Ich bin 107, Sleepless 106. Aber ich nehme schon lange 109. Keine Potions mehr. Ja, da bist du. Aber Gex hat ja gesehen, jeden Alpha, den ich sehe, steige ich sofort ab, ich mache jeden Alpha. Und immer ohne Dino, damit die ganzen EP schön in my pocket gehen. Gehen die nicht sowieso da rein? Ja, wenn du auf dem Dino sitzt, wird's geschert. Ja, ist echt so? Ja. Weiß ja, ich nicht, ich dachte, das ist extra XP für den Ding. Nee, dann geht's 50-50. 50 an Dino, 50 an dich. Yep. Achso. Es wird Zeit für den Titano. Ich glaube, ich gehe Titano suchen. Ach, und übrigens, wisst ihr, was ich festgestellt habe? Was? Wie man seine Shippies übelst fast leveln kann? Kannst du jetzt verraten, jetzt weiß Gex, warum ich an dem Loot Drop immer gestorben bin. Die Dinos von dem Loot Drop geben EP für die Shippies. Wie? Ja, nicht wie. Aber nur die Alphas. Also nur die Corrupted. Also die. Ja, die musst du probieren zu triggern. Und das wollte ich neulich probieren. Ja, das hatten wir, glaube ich, damals festgestellt. Stimmt, dass die Enraged, meine ich, heißen die ja da, ne? Die Enraged geben. Die geben EP für die Shippies und richtig viel so. Okay. Aber trotzdem schaffen wir nicht auf 111, ne? Ich weiß nicht. Schaffen wir 111? Mein Chibi ist jetzt Level 2. Ich glaube 110 habe ich dann die 105 107. Plus Chibi. Ja, stimmt. Wenn da kann man die Level. Plus Chibi, dann wäre 110 Ende, oder? Mhm. Wenn Chibi 5 Level gibt, wie viele Level gibt es in Chibi? Wo weiß man das denn? Ich weiß 5. Weiß es jemand im Chat, wie viel das genau gibt? Ja, vielleicht Mistax. Oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube 5. Ja. Meine auch 5. Ja, kann sein, dass sie das über die Jahre erhöht haben. Ich meine, ich kann uns ja jederzeit vom Level-Ding Sachen geben, aber ich dachte, dass ich den Charakter
dass ich mit dem Charakter über die nächsten Zeit, über das Jahr hinüber, halt irgendwann mal alle Bosse mache. Wenn ich den Server jetzt so lasse, wie er ist, oder ihn so verwalte mit dem Programm, kann ich den halt für immer aktiv lassen. Theoretisch muss nur Island dazu packen, den Boss können wir sofort machen, weil der ist eh Luftpumpe, genauso wie alle anderen auch. Morgen zusammen, moin, Chibi gibt 5 Level. Chibi gibt bis 6 Level und bringt euch 5 mehr, okay. Also 110 ist erstmal Ende. So sehe ich das. Yep. Also Chat, ist sich da einig. Dann müssen wir Bosse machen für mehr Level, okay. Wie viel waren wir denn schon, Mister, auf dem anderen Server? Also, ich habe ja schon wieder neu angefangen. Ich hatte schon 20. Wir haben 2020 haben wir schon alle Bosse gemacht, außer den Genesis-Boss nicht. Und da waren wir, ich weiß gar nicht, was wir waren. Also, wir haben alle auf Alpha gemacht. Von jeder Map. Außer Genesis nicht. Das war halt einfach. So weit waren wir noch nicht. Und da waren wir schon viel weiter. Und jetzt haben wir halt neu angefangen. Sind auch schon ziemlich weit, aber halt noch nicht so weit wie damals. Damals haben wir ja ein halbes Jahr oder länger gezockt. Es sind nur bestimmte Bosse, die Level geben. Es gibt nicht alle Level. Das ist ja das. Ich weiß nicht, gibt dieser Lost Island Boss auf Alpha auch Level? Der gibt schon auf Beta-Level, auf Gamma, aber der gibt halt auf Alpha mehr Level. Ich weiß es nicht mehr. Theoretisch, bräuchten wir halt nur eins, ne? Mein Gehirn, also, weil der Mister sagt, es gibt den Propagator, wie das Ding heißt, ich weiß nicht, und in dem soll es halt viel einfacher sein mit dem ganzen Breeden und Mutieren und alles. Was ist ein Propagator? Weißt du, hast du den Chat gelesen da? Steht, hat das ein bisschen erklärt. Ja, aber wo finde ich denn den? Hier, ist ziemlich 111, Level 111. Ist ziemlich banal. Packst du Kugel rein und von einer Dino-Art und drückst auf Breeden. Dann stellst du noch ein, wie viele Mutterpulse und ob Males, Females umgewandelt werden sollen und so weiter, ja. Also, aber natürlich... Das ist die Klonstation, oder? Dachte ich auch, sieht aber halt anscheinend so aus. Hat vielleicht das Model einer Klonstation. Das ist besser, damit breedest du später, ja. Mit der 111er, oder? Mhm. Ja. Tue ich dann die Sachen breeden in den Kugeln, oder was? Damit kannst du richtig krass mutieren auch. Aber trotzdem ist das Mutationslimit da von 2, oder? Pro Ding. Das ist ja eingestellt am Server so. Oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber da kannst du halt gezielt Mutationen machen. Dann lass uns den Boss machen, jetzt sofort. Los, ab, geh mal Gamma. Ja, komm. Okay. Egal, was stirbt. Ich hab alles. Wir haben halt eh schon Sachen verloren. Ich bin eben in dem Weinen. Von daher. Bist du schon gebrochen? Ich bin schon gebrochen. Warum nicht noch weiterbrechen? Warum nicht durchbrechen? Also, wenn das so ist, gibt's bestimmt eine Mod mit Atombomben. Wenn wir uns hier komplett brechen wollen, Gags. Wie wär's, wenn du mal so einen Drop in der Mitte deiner Base runterkommen lässt? Nee, du lass mal. Ich probier's bei dir, ob's funktioniert, und dann mach ich's bei mir auch. Versprochen, okay? Wenn du das Versprechen einhältst, bin ich dabei. Ist sicher, Gespräche sind da, um eingehalten zu werden. Na klar. Aber ich würde sagen, um alle guten Dinge sind 3, also würde ich sagen, wir fangen bei Sleepless an. Was? Und wenn dir das gefällt, dann machen wir es bei uns beiden. Ja, warte, ich nehme erst meine Tiere kurz an, ja, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Die Mats sind mir egal. 180, 218, Overseer 15, Rockwell 15, Genesis 15. Ja, die looten Genesis, wir, da brauchen wir keine Sorgen. 25. das ist alles für Alpha, ne? Aber wenn wir auf Gamma, also ein Level kriegen? Ja, ein Level gibt's nie bei Ark. Also ich meine,